Ihr wollt wissen, wie ich diese Karte gebastelt habe? Dann bleibt jetzt einfach dran. Für das heutige Projekt nehmen wir mal wieder einen Papierbogen aus diesem schönen Papierblock. Den haben wir ja jetzt schon öfters zum Basteln genommen. Aber ich habe ja noch nicht alle Motive durch. Als nächstes möchte ich mit euch dieses einfache Hintergrundpapier nehmen. Das Papier schneide ich jetzt auf 13 mal 10. Als nächstes falze ich mir wieder eine Stehkarte beim Herzen. Das Papier war ein A4 Fotokarton, den habe ich einmal habiert bei 10,5. Das heißt, aus einem A4 Bogen könnt ihr zwei Karten basteln. Jetzt nehme ich den Eckenabrunder und runde alle vier Ecken ab. Das gleiche mache ich bei dem Papier auch. Als nächstes nehme ich weißen Fotokartonrest und den Spruchstempel Kerzenschein und Christlaterne leuchten hell die Weihnacht ein. Glocken läuten nah und fern, Frieden soll auf Erden sein. Dann nehme ich wieder die Stempelfarbe. Dann nehme ich wieder mein Schneidebrett und zwar nehme ich diesmal diese gewählte Linie und schneide mir mein Schildchen zurecht. Als nächstes nehme ich mir Fotokartonrest in Weiß und diesen Stanzer und loche mir drei Sterne aus. Dann nehme ich den kleinen Locher und stanze mir nochmal drei Sterne aus. Jetzt nehme ich mir einen Tropfen Papierkleber. Klebt den braunen Stern auf den weißen Stern. Die Sterne habe ich zusammengesetzt. Jetzt nehme ich wieder Stempelfarbe und brasche die einmal an. Das gleiche mache ich mit meinem Schildchen. Und auch das Hintergrundpapier. Als nächstes nehme ich diese Schablone, habe mir so ein Küchentuch drunter gelegt, nehme einen durchsichtigen Embossing-Stempelkissen und tupfe das vorsichtig auf. Ganz wichtig, nicht wischen, sondern tupfen. Wenn ihr euch sicher sein wollt, dass die Schablone nicht verrutscht, könnt ihr diese natürlich mit Kleber an der Seite, also mit Kreppband oder so, an der Seite fixieren. Ich habe das jetzt ohne gemacht. So, jetzt gucke ich immer von der Seite einmal drauf, ob alles schön glänzt. Wenn das glänzt, weiß man, man hat den Kleber aufgetragen. Als nächstes nehme ich Embossingpulver in Kupfer. Wenn man hier so ein paar Reste noch drüber hat, die kann man mit dem Pinsel wunderbar vorsichtig wegmachen.
Was macht ihr eigentlich mit euren Papierresten? Sicher, hier könnte ich jetzt noch ein paar Sachen auslochen. Ich könnte es als Schablone benutzen oder eine ganz andere, simple Sache, wo ich das auch weiter benutzen kann, was ich sehr praktisch finde. So hat man wieder was, was man nicht wegschmeißt. Und zwar, ich runde jetzt hier die Ecken ab. Jetzt nehme ich mein doppelseitiges Klebeband. Und klebe das da drauf. Jetzt habe ich einen kleinen Rand und habe das Papier verbastelt und muss es nicht wegschmeißen. Als nächstes nehme ich Spitzenband. Fixiere das hinten wieder. Jetzt nehme ich Schaumklebeband. Und klebe mein Kärtchen auf meine braune Doppelkarte. Als Hilfslinie habe ich hier die Linien von der Schneidematte genommen. So kriegt man es einigermaßen gerade hin. Und wie ihr seht, das hat wieder diese dreidimensionale, weil das ja so ein bisschen absteht. Als nächstes nehme ich meinen Spruch und schaue, wie ich meine Sterne aufklebe. Den Stern hier oben. Da mache ich nochmal ein Klebepad, 1 mm drauf, weil das ja hier so ein bisschen absteht mit dem Band. Und im unteren Bereich, wo das Band ist, kommt noch ein bisschen Flüssigkleber. Die anderen beiden Sterne klebe ich komplett mit Flüssigkleber auf. Das Schildchen klebe ich auch mit Klebepads auf. Jetzt kommt noch der Stern. Als nächstes nehme ich diese Halbperlen in Creme. Und klebe diese noch auf meine Sterne. Wenn euch das jetzt noch nicht genug Glitzer ist für Weihnachten, dann könnt ihr auch hier wieder diese kleinen Strass-Sternchen aufkleben. Dann funkelt der Hintergrund auch noch ein bisschen. Ja, so gefällt mir die Karte. Ist wieder einfach und schnell hergestellt. Hier zeige ich euch nochmal die andere Variation. Ich habe die vorher einmal als Muster gemacht. Hier habe ich das Schildchen gerade hingeklebt und hier habe ich ein paar mehr Steinchen aufgeklebt und das hat keinen Rahmen. Geht also beides. Die ist ein bisschen noch einfacher. Beide Variationen finde ich aber ganz schön. Ja, das war mein heutiges Projekt mit dem Papier aus der Winterfeelings Edition. Ich hoffe, auch das hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag, bis bald.